Lefty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das sind ferngesteuerte Autos. Die sind ja schnell unterwegs. Was soll denn das? Oh je, das gelbe Auto ist gegen den Baum gefahren und hat sich überschlagen. Hey. Scoop, warst du das etwa? Mm. Spielzeugautos sollten nicht auf der Straße fahren. Ich glaube, Leo hat eine Idee. Wo fährst du denn hin? Leo, was möchtest du denn bauen? Eine richtige Rennstrecke. Eine Rennstrecke? Wirklich? Das ist eine tolle Idee. Es ist sicherer, die Spielzeugautos auf einer richtigen Rennbahn fahren zu lassen. Leo, lade die Teile ab. Scoop gräbt einen Graben. Da kommen die Teile der Rennstrecke rein. Diese schwarzen Ringe sind alte Reifen. Daraus machen wir eine Barriere. Hui! Und hier sind Pinsel und Farbe. Die Rennstrecke braucht Fahrbahnmarkierungen. An die Arbeit, Roboter! Die Markierungen sind fertig. Oh, der rote Roboter ist mit Farbe bekleckert. Leo, sieht die Rennstrecke wie auf deiner Vorlage aus? Wir haben nicht genug Reifen. Lefty, haben wir noch Reifen übrig? Leider nein. Wir brauchen noch mehr Reifen. Los, gehen wir suchen. Macht keinen Unsinn. Die Autos sind zum Schrottplatz gekommen. Hier gibt es viele alte Reifen. Aha. Lefty sucht auch Reifen. Hast du welche gefunden? Lefty, sei vorsichtig. Schaut mal, ein rosafarbenes Auto. Ich frage mich, wer das ist. Scoop, Leo, habt ihr Reifen gefunden? Nur einen. Wir brauchen noch mehr. Hier sind welche. Aber dürft ihr die einfach mitnehmen? Wir müssen fragen, ob wir sie nehmen dürfen. Wen sollen wir fragen? Hier ist doch niemand. Und ob hier jemand ist? Oh, das rosafarbene Auto. Gib ihn zurück. Der gehört mir. Hallo, ich bin Leo. Lea! Dürfen wir die Reifen mitnehmen? Keine Chance. Die sind für mein Haus. Scoop, Lefty und Leo sind traurig. Sie gehen. Sie müssen sich schnell was einfallen lassen, damit sie wieder gute Laune bekommen. Komm.
Komm doch mit uns mit. Und später bauen wir dein Haus. Gute Idee. Lea wird den Autos helfen, die Rennstrecke zu bauen. Mit anderen zu spielen macht immer mehr Spaß. Leo und Lea legen die Reifen an ihren Platz. Und Lifty hat die Leitkegel gebracht. Die Rennstrecke ist fertig. Jetzt können die Rennautos hier ihre Runden drehen. Scoop hat eine Fernsteuerung. Lifty hat auch eine. Lea möchte auch spielen. Hier, Lea. Du kannst Leos Fernsteuerung nehmen. Los! Das Rennen beginnt. Mit ferngesteuerten Autos zu spielen macht einen Riesenspaß. Die Rennautos sind im Ziel. Sie haben das Rennen beendet. Jetzt sammeln wir die Reifen wieder ein und helfen Lea, ihr Haus zu bauen. Seid ihr soweit? Ja! Wartet auf mich, Freunde! Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo! Leo, der Lastwagen! Die Autos arbeiten heute an einem großen Bauprojekt. Und da kommen Leo und Lea. Sie bringen die Teile. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Lifty sagt auch Hallo. Was hast du denn entdeckt? Das ist ein Fernseher. Scoop gräbt eine Grube für das Fundament. Fertig. Zementmischer! Der Zementmischer schüttet Zement in die Grube. Die Roboter haben alte Reifen gefunden. Oje, passt auf! Eine Brille aus Reifen. Roboter, hört auf, Unfug zu machen. Lasst uns ein Haus bauen. Das Fundament ist fertig. Die Reifen sind schon wieder runtergefallen. Hört auf, hier rumzufahren. Wir wollen hier etwas bauen. Vorsicht! Lea ist hinter dir. Hey, halt auf damit! Roboter, Lea hat recht. Hört mit dem Unfug auf. Schaut mal, Lifty braucht eure Hilfe. Er muss den Fernseher irgendwo anlehnen, damit er nicht umfallen kann. Stapelt die Reifen auf. Noch ein Reifen und noch einer. Prima! Es ist Zeit, die Teile des Hauses zusammenzubauen. Der Kran stellt die erste Wand auf. Und die Roboter bringen die Fenster. Das erste und das zweite. Jetzt kommen die anderen Wände.
Aus großen pinkfarbenen Bögen wird das Dach gemacht. Noch ein Fenster. Die Giebel des Hauses sind gelb. Und das ist das Garagentor. Scoop schlägt einen Pfahl in die Erde. Ich frage mich, was er vorhat. Na klar. Die Roboter stecken die Reifen auf den Pfahl. Da kommt jetzt ein blaues Dach mit Solarpanelen drauf. Das Haus sieht toll aus. Die Roboter wollen den Fernseher holen. Auf gar keinen Fall. Ich mach das lieber selbst. Mit elektronischen Geräten muss man vorsichtig umgehen. Lifty bringt den Fernseher. Oh. Was ist denn das? Gehört das zum Fernseher? Wisst ihr, was das ist? Das hatten wir. Für den Fernseher braucht ihr auch eine Antenne. Sonst könnt ihr euch keine Zeichentrickfilme ansehen. Das ist die Satellitenschüssel für den Fernseher. Nein, Roboter, nicht! Ich weiß, was wir brauchen. Die Satellitenschüssel muss an einem Mast befestigt werden. Welchen Mast sollen wir nehmen? Das war wohl nix. Mm-mm. Und was ist hiermit? Der rote Mast ist perfekt. Leo, bring den Mast und die Satellitenschüssel zum Haus. Der Turmdrehkran macht sich an die Arbeit. Stell den Mast aufs Dach. Und jetzt die Satellitenschüssel. Juhu, es hat geklappt. Super. Kommt rein. Roboter, lass das. Die anderen sind schon im Haus. Los, geht auch rein. Was für eine tolle Garage sie für Lea gebaut haben. Dankeschön. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's. Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Leo, der Lastwagen, hat Lea in den Freizeitpark eingeladen. Das ist das Karussell. Super! Und das ist die Achterbahn. Das ist ein Teetassenkarussell. Leo, und was gibt's im Freizeitpark noch? Boxautos. Und was ist das? Die Roboter versuchen, eine große Hüpfburg aufzublasen. Leo, kannst du ihnen helfen?
als erstes müssen wir um die Hüpfburg herum Absperrgitter aufstellen. Und jetzt schließen wir eine elektrische Pumpe an. Sie pumpt Luft in die Hüpfburg und bläst sie auf. Super! Auf die vier Türme kommen lilafarbene Kegel. Eine Rampe darf natürlich auch nicht fehlen. Und Lichterketten, damit die Hüpfburg noch schöner aussieht. Fertig! Oh! Ich zuerst! Das ist nicht fair! Scoop, Leo und Lea waren vor dir da. Man drängelt sich doch nicht vor. Hey. Oh nein! Scoop hat mit seiner Schaufel die Hüpfburg kaputt gemacht. Die Luft ist raus. Oh. Scoop sieht aus wie ein Geist. Oh je! Roboter, hört auf zu lachen. Lass uns lieber überlegen, wie wir die Hüpfburg reparieren können. Wir könnten Flicken draufkleben. Und wo gibt es Flicken? Na, im Liftiesladen. Hä? Gute Idee. In Liftiesladen gibt's alles Mögliche. Vielleicht hat er etwas, aus dem man Flicken machen kann. Gehen wir nachschauen. Hier haben wir eine Schere und Klebstoff. Was hast du denn da, Lifty? Prima! Daraus können wir einen Flicken ausschneiden. Gibt's die auch in Lila? Nein, leider nicht. Dann nehmen wir Gelb. Okay. Leo, keine Sorge, mit gelben Flecken wird's sicher auch schön. Die Roboter haben die Pumpe eingeschaltet und versuchen, die Hüpfburg wieder aufzublasen. Doch die Luft kommt aus den Löchern, die Scoop mit seiner Schaufel gemacht hat, wieder raus. Klappt es nicht? Wir reparieren sie gleich. Lea, schneide einen Flicken aus. Ich möchte einen schönen Flicken machen. Einen Stern. So und so. Fertig. Sie klebt den Stern auf das Loch. Oh, wie toll. Leo möchte auch einen Flicken machen. Mal schauen, was er da ausschneidet. Ein Stern und ein Mond. Kleben wir sie auf die Hüpfburg. Es hat geklappt. Die Hüpfburg lässt sich wieder aufblasen. Die Autos und die Roboter freuen sich. Schaut mal, es wird dunkel. Knipsen wir die Lichter an. Oh, wie schön. Lea, möchtest du zuerst springen? Wer will als nächstes? Juhu! Jetzt ist Jetzt springt Lifty in der Hüpfburg. Hahaha.
und die Roboter. Jetzt bin ich dran. Was für ein Spaß. Die Hüpfburg ist klasse. Ich springe am höchsten. Nicht schon wieder. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's. Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Die Autos und die Roboter spielen Fußball. Ein guter Schuss. Ich hab ihn. Hopp. Leo, jetzt du. Leo konzentriert sich überhaupt nicht aufs Spiel. Er beobachtet ein Flugzeug. Leo! Scoop gefällt es gar nicht, dass Leo abgelenkt ist. Scoop möchte weiterspielen. Aber die Flugzeuge am Himmel sind so schön. Spielt ihr Fußball? Nicht mehr. Hey, Jungs. Und in welcher Mannschaft darf ich spielen? Was? Du? Ja, ich. Kannst du denn Fußball spielen? Ihr werdet ja sehen. Willst du bei uns mitspielen? Wir sind doch schon zu dritt. Lea kann für mich einspringen. Danke. Und ich schaue mir eine Weile die Flugzeuge an. Das Spiel geht weiter. Hepp. Lea hat den Ball. Ein Pass zu Lifty. Er schießt. Wow. Tor! Lea macht das richtig gut. Oh, wow. Leo ist in der Zwischenzeit zum Flughafen gefahren. Hier wird etwas gebaut. Auf der Start- und Landebahn ist ein Stau. Die Flugzeuge können weder abheben noch landen. Ach du meine Güte. Hier muss ein Kontrollturm gebaut werden, damit die Flugzeuge wissen, wann sie abheben und landen dürfen. Schaut mal, wie viele Teile Leo gebracht hat. Lasst sie uns zusammenbauen. Wände für das Erdgeschoss. Blaue Paneele. Gelbe Zylinder. Rote Platten. Und in dieser Kuppel arbeitet der Fluglotse. Das Dach. Noch ein Teil der Kuppel. Die Antenne. Und die Türen. Der Kontrollturm ist schön geworden. Und groß. Lea hat den Ball. Wie es aussieht, sind die Roboter vom Fußballspielen müde. Oh, der blaue Roboter ist vor lauter Erschöpfung umgekippt. Roboter, was ist denn da am Himmel? Das sind die Flugzeuge, die Leo sich angeschaut hat. Warum fliegen sie immer noch im Kreis? Oh, Leo ist ja noch gar nicht zurück. Du hast recht. Lasst uns nachschauen, wo er ist. Leo hat den Kontrollturm gebaut. Wow! Darf ich der Fluglotse sein? Der Fluglotse arbeitet ganz oben im Turm.
Ich komme da gar nicht hoch. Der Aufzug fehlt. Ihr braucht eine Plattform. Das Dreieck passt nicht. Und das Quadrat? Nein. Und die runde Plattform? Oh ja, die müsste passen. Na also, passt. Juhu! Und hoch geht's. Wow, so viele Knöpfe. Jetzt kann Lea die Flugzeuge anweisen. Das rote Flugzeug verlässt die Landebahn. Das lilafarbene Flugzeug startet seine Motoren. Es hebt ab. Die Landebahn ist frei. Das orangefarbene Flugzeug landet. Es ist noch ein Flugzeug gelandet. Schaut mal. Ein rosafarbener Roboter. Wow. Möchtest du Fußball spielen? Los, gehen wir! Prima, jetzt können die vier Roboter gegen die vier Autos spielen. Dann macht's noch mehr Spaß. Hä? Scoop, war das ein Tor? Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Die Autos spielen mit Sandförmchen. Scoop, kann ich bitte Sand haben? Die Autos müssen Sand in die Formen füllen, sie umdrehen und draufklopfen. Scoop, was hast du denn gemacht? Ein Flugzeug! Kannst du mir auch Sand bringen? Lea möchte einen Sandkuchen machen. Hopp. Schaut mal, das ist eine Muschel. Oh, wow! Zeig mal! Hey, ich habe sie zuerst gesehen. Aber ich habe sie ausgegraben. Scoop, wo willst du denn hin? Das ist aber nicht nett. Ihr könnt doch alle mit der Muschel spielen. Lea versucht, Scoop zu fangen. Oh, die Muschel ist runtergefallen. Hey, Freunde. Ihr müsst die Muschel an euer Ohr halten. Hört ihr das? Es klingt wie das Meer. Ja! Scoop und die anderen Autos fahren ans Meer. Seht ihr, was da in der Ferne ist? Oh! Das ist eine Insel. Dort gibt es Bäume, bunte Steine und... Und viele Muscheln. Oh, Muscheln! Ein Schatz! Und wie kommen wir auf die Insel? Mit einem Boot? Mit einem U-Boot. Floss! Schnellboot! Nein, wir brauchen etwas Größeres, damit wir alle draufpassen.
wäre... Ja, genau. Ja, genau. Die Autos wollen eine Fähre bauen, damit sie zur Insel fahren können und den Schatz holen. Lifty sammelt schon mal die Spielsachen und die Sandförmchen ein. So, ich habe alles eingesammelt. Leo, hast du alle Teile für die Fähre mitgebracht? Mhm. Lade die Teile ab. Das ist der Rumpf der Fähre. Zwei große, schwere Anker. Zwei Propeller. Ein Fahrstuhl zum oberen Deck. Und aufs obere Deck kommt die Brücke. Türen mit Fenstern. Die runden Fenster nennt man auch Bullaugen. Schornsteine und Antenne. Relings, damit niemand über Bord fällt. Das Steuerruder. Die Fähre ist fertig. Zeit, sie ins Wasser zu lassen. Autos, geht an Bord. Die Roboter streiten sich darüber, wer die Kapitänsmütze aufsetzen darf. Leo ist der Kapitän. Kommt schnell an Bord. Schaut mal, Lea hat ihre Spielzeuge mitgebracht. Die Autos sind auf der Fähre und warten drauf, dass es endlich losgeht. Roboter, starte den Motor. Mhm. Die Propeller fangen an, sich zu drehen. Oh! Lucky ist ins Wasser gefallen. Und was jetzt? Ich kann ihn wieder rausfischen. Lucky ist Leas Lieblingsspielzeug. Stopp. Werft ihm den Rettungsring zu. Oh je, sie haben gar keinen Rettungsring. Ah, bitte helft ihm. Die Roboter versuchen, das Spielzeughäschen aus dem Wasser zu holen. Ich möchte nicht, dass ihr auch ins Wasser fallt. Na komm. Hier ist dein Hase. Gut gemacht, Scoop. Du hast Lucky gerettet. Ohne Rettungsringe können wir nicht in See stechen. Wie konnten wir nur die Rettungsringe vergessen? Ja. Vielleicht finden wir hier einen Rettungsring. Wie wäre es hiermit? Nein. Und das ist ein Rettungsring für Spielzeuge. Na also. Eins, zwei, drei. Die Rettungsringe sind an ihrem Platz. Die Fähre kann in See stechen. Volle Kraft voraus! Die Fähre macht sich auf den Weg zur Insel. Lass den Anker runter. Hurra! Wir sind da! So viele Muscheln. Genug für alle. Lea, schau! Das ist unser Schatz. Die sind aber schön. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Leo, Lea und Lifty spielen im Sand. Was ist das, Lea? Ein Boot. Und Lifty
hat einen Stern gemacht. Lea und Leo haben ein rotes Sandförmchen. Unser zweites Boot ist fertig. Das ist Scoop, der Bagger. Schau mal, wie viele Boote wir hier haben. Oh, wir können das Boot ja im Fluss schwimmen lassen. Das ist keine gute Idee. So. Das ist kein echtes Boot, sondern nur eine Sandform. Oh, was soll das? Hä? Du musst das Boot aus dem Wasser holen. Das ist eine Sandform. Die geht doch unter. Oje, oje. Scoop fährt so schnell er kann. Die Roboter sind auf der Brücke. Sie angeln. Roter Roboter, wach auf! Du hast ein Boot an der Angel. Hol es raus! Lass es nicht fallen! Bums! Ups. Oh je, das Boot ist ins Wasser gefallen. Oh je! Hallo, was spielt ihr denn da? Fang das Boot! Und wo ist das Boot? Es ist weg! Es ist weg, weil... Weil es nur eine Sandform war! Oh, Lea ist ganz schön verärgert. Keine Sorge, Lea. Wir finden sicher ein anderes Boot. Nein, was wir brauchen, ist ein Schnellboot. Ein ferngesteuertes, damit es nicht wegschwimmt. Leo, hast du die Teile des Schnellboots gebracht? Lasst sie uns zusammenbauen. Ein roter Rumpf, zwei Batterien, um den Motor anzutreiben. Motor, Oberdeck mit Kabine, Propeller. Ruder, Antenne für die Fernsteuerung. Das Schnellboot ist fertig. Ich bringe es gleich zum Wasser. Oh je! Wartet, wir brauchen doch eine Fernsteuerung. Gehen wir! Die Autos wollen in Liftys Laden eine Fernsteuerung holen. Lifty hat drei Fernsteuerungen. Welche sollen wir nehmen? Diese hier. Dankeschön. Mal sehen, ob sich das Boot damit steuern lässt. Das Ruder funktioniert. Der Propeller auch. Jetzt können wir damit spielen. Ich zuerst. Ich will auch spielen. Ich auch. Ich auch. Kein Grund, sich zu streiten. Lasst es uns auszählen. Ich kenne einen Auszählreim. Ene, Mene, Meck und du bist... weg. Ich? Lifty ist der Glückliche. Er darf das Schnellboot zuerst fahren lassen.
Das Schnellboot setzt sich in Bewegung. Es fährt und geht dabei nicht unter. Umdrehen. Wie schnell es ist! Das Schnellboot fährt ans Ufer. Lifty ist ein guter Kapitän. Platsch! Das hast du wirklich gut gemacht, Lifty. Jetzt möchte der lilafarbene Roboter das Schnellboot steuern. Sie fahren alle dem Boot hinterher. Hier ist eine Brücke. Ups. Das Schnellboot ist an Land gefahren. Schaut mal! Das ist unsere Sandform. Prima! Wer möchte als Nächster mit dem Schnellboot eine Runde trinken? Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Hallo Scoop. Heute ist es leider bewölkt und windig. Ach. Schau mal, all die Blätter. Guten Morgen, Scoop. Können wir los? Hey, Leo. Okay, gehen wir. Hoffentlich regnet es nicht. Die Autos gehen heute zum Picknick. Hier. Plätzchen. Lea wird sich freuen. Auf dem Flugzeug liegen lauter Blätter. Die Roboter können sie gar nicht alle runterkehren. Oh je, der lilafarbene Roboter ist in einen Blätterhaufen gefallen. Hallo, können wir los? Ach, wir haben zu tun. Hier liegen so viele Blätter rum. Und das Flugzeug muss doch sauber sein. Wir können das Flugzeug doch in den Hangar stellen. Der Hangar ist sehr alt und verrostet. Oh, wow! Ich wusste ja gar nicht, dass wir einen Hänger haben. Ach, wir sollten ihn neu anstreichen. Ich kann das erledigen. Oh, oh. Vielleicht sollte ich hier bleiben und dir helfen. Legen wir los. Scoop und Lea streichen den Hänger und wir übernehmen das Flugzeug. Der blaue Roboter steigt ins Flugzeug. Er ist der Pilot. Die Propeller drehen sich und die Roboter werden weggeblasen. Stell die Triebwerke ab. Ist das der beste Weg, ein Flugzeug zu bewegen? Nein. Um ein Flugzeug zu bewegen, braucht man einen Flugzeugschlepper. Das ist richtig, Leo. Lade die Teile ab, dann können wir einen Schlepper bauen. Das ist das Fahrgestell, Räder, Kabine, Türen, Warnleuchten, Fahrersitz, Lenkrad, Scheinwerfer und ein Greifer für das Flugzeugrad.
Der blaue Roboter sitzt schon am Lenkrad des Schleppers. Er hat vor, das Flugzeug zu ziehen. Oje, wir haben die Windschutzscheibe vergessen. Stopp! Ich glaube, ich habe sie im Hänger gesehen. Gehen wir. Ich sagte orange. Orange passt besser. Nein, blau. Dann mach es eben alleine. Gib mir die Farbe. Nein. Oh. Oh. Was ist denn hier los? Das ist alles seine Schuld. Lea hat mich mit Farbe bespritzt. Sie sagt, die Türen müssen orange sein. Aha. Und du? Ich sage blau. Orange passt aber besser. Wie wäre es, wenn wir die Türen zweifarbig machen? Entschuldigung, Scoop. Gute Idee. Ich hab was gefunden. Wir brauchen eine Windschutzscheibe. Ist sie das, Leo? Mm-mm. Wie wär's hiermit? Und das? Da ist sie. Danke, Lifty. Leo wird die Windschutzscheibe zum Schlepper bringen. Oh je, es fängt an zu regnen. Ihr solltet euch beeilen. Die Roboter stehen unterm Regenschirm. Der blaue Roboter hat etwas bemerkt. Leo hat die Windschutzscheibe gebracht. Der Flugzeugschlepper ist einsatzbereit. Der Greifer umklammert das Rad des Flugzeugs. Jetzt können wir es zum Hangar ziehen. Prima! Das Flugzeug ist im Hangar. Es regnet immer noch. Möchte jemand Plätzchen? Ja! Schaut, ein Regenbogen. Es hat aufgehört zu regnen. Jetzt können wir zum Picknick. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das ist das Haus der Roboter. Hallo. Oh, Roboter, hast du dir wehgetan? Ich glaube, ihm geht's gut. Der rote Roboter hat's eilig. Er packt seinen Koffer. Fertig. Roboter, beeilt euch. Wir müssen los. Der lilafarbene Roboter nimmt seine Schlittschuhe mit. Der blaue Roboter packt auch seinen Koffer. Es ist Zeit, zum Flughafen zu fahren. Doch die Koffer sind noch nicht gepackt. Nein, den Kühlschrank nehmen wir nicht mit. Beeilt euch, Roboter. Euer Flugzeug ist schon da. Macht den letzten Koffer zu. Ladet die Koffer ins Auto. Und los geht's. Hier ist das Flugzeug. Es wartet auf die Roboter. Oh nein, die Gangway rollt zurück. Das Boarding ist schon abgeschlossen. Rotes Flugzeug.
Flugzeug. Starterlaubnis erteilt. Die Roboter sind zu spät gekommen. Das Flugzeug ist schon in der Luft. Oh! Ja, Lea. Die Passagiere haben ihr Flugzeug verpasst. Wieso das denn? Sie haben beim Kofferpacken rumgetrödelt. Das ist nicht schlimm. Ihr könnt ja den nächsten Flug nehmen. Aber hier draußen ist es kalt und langweilig. Wäre es nicht toll, wenn es ein richtiges Flughafengebäude geben würde? Hallo, wir haben die Teile gebracht. Hey, das Fundament ist fertig. Brrr, den Robotern ist inzwischen richtig kalt. Roboter, helft auch mit. Prima. Bald werden unsere Freunde ein großes, warmes Flughafengebäude haben. Hier sind die Teile. Roboter, zieh sie hoch. Der Turmdrehkran stellt die Wände auf. Bam, bam, bam. Jetzt die Fenster. Ein großer Bogen. Das wird der Eingang des Flughafens. Hier kommt ein kleines Café hin. Tische. Sitze. Die Abflugtafel. Und das Dach. Der Roboter setzt das letzte Teil an seinen Platz. Das Flughafengebäude ist fertig. Freunde, kommt rein! Hä? Oh, Lifty hat ein Ticket gefunden. Interessant. Plätzchen? Dankeschön. Und eine Tasse Milch, bitte. Die Autos und die Roboter wärmen sich im Café auf. Bedient euch! Unser Flughafen ist toll geworden. Und es ist warm. Rotes Flugzeug, du darfst landen! Die Roboter scheinen es überhaupt nicht eilig zu haben. Roboter, ihr müsst zum Boarding. Na los, beeilt euch. Flugticket bitte. Um an Bord gehen zu können, braucht jeder Passagier ein Flugticket. Der blaue Roboter kann sein Ticket nicht finden. Hä? Stopp! Wo ist dein Ticket? Ich glaube, das gehört dir. Lifty hat das Ticket gefunden. Oh, du darfst an Bord. Die Roboter steigen mit ihren Koffern ins Flugzeug. Oh je! Dieses Mal haben es die Roboter rechtzeitig geschafft. Puh, das war schon wieder knapp.
Dass die Roboter immer so tollpatschig sein müssen. Wer möchte Plätzchen? Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Es ist Winter. Die Autos haben ihre warmen Mützen aufgesetzt und machen sich auf den Weg. Puh, Zeit für einen kleinen Snack. Plätzchen. Oh. Mm-mm. Wir sind noch nicht an unserem Ziel. Oh. Ha. Scoop, wer ist denn da? Macht ihr einen Ausflug? Wir fahren in die Berge. Kommt doch auch mit. Nein. Aber in den Bergen lebt doch der fürchterregende, grässliche Schneemann. Die Autos lachen, weil es diesen fürchterregenden, grässlichen Schneemann doch gar nicht gibt. So ein Quatsch. Wir gehen. Oh. Tschüss. Tschüss. Oh, schaut mal. Leo, sind zwei gelbe Türen runtergefallen. Scoop ist schon auf dem Gipfel. Leo hat die Teile abgeladen. Ich frage mich, was sie bauen wollen. Eine Seilbahn. Sie müssen ein Drahtseil an den Stützpfeilern befestigen und Gondeln dran aufhängen. Dann können die Passagiere in den Gondeln hochfahren. Die Stützpfeiler sind an ihrem Platz. Das ist eine Gondel. Das ist eine Klemme. Sie verbindet die Gondel mit dem Drahtseil. Das ist eine Rampe. Über die Rampe können die Autos in die Gondel fahren. Das Drahtseil. Die Roboter versuchen, auf den Gipfel zu gelangen. Gar nicht so einfach. Roboter, warum helft ihr uns nicht, die Seilbahn fertig zu bauen? Prima! Sie haben noch eine Rampe gebracht. Und einen Steuerhebel. Die Rampe ist an ihrem Platz und die Gondel ist am Drahtseil befestigt. Scoop, schalte sie ein. Sie funktioniert. Oh, an einer der Gondeln fehlen die Türen. Tralalalala. Oh. Das sind die Türen, die Leo benötigt. Oh, ich mach mich auf den Weg. Das ist lieb von Lea. Obwohl sie Angst hat, in die Berge zu fahren, möchte sie ihren Freunden helfen. Hä? Warum dauert das so lange? Mir ist schon kalt. Oh. Die Roboter steigen in die Gondel, die keine Türen hat. Das sollten sie aber nicht. Das ist gefährlich. Scoop, stopp! Zurück! Hm.
Das hätte auch schief gehen können. Ja, das war dumm. Sucht ihr etwas? Schaut, was ich gefunden habe. Dankeschön. Und was ist mit dem furchterregenden Schneemann? Die Türen sind an ihrem Platz. Die Roboter freuen sich. Bitte zurücktreten. Und los geht's. Die Roboter fahren in der Gondel hoch. Die Fahrt mit der Seilbahn hat Spaß gemacht. Was ist denn los? Irgendwas hat die Roboter erschreckt. Sie fahren wieder runter. Komisch. Der fürchterregende Schneemann. Oh. Hab keine Angst, Lea. Das ist Scoop. Plätzchen. Roboter, ihr müsst vor dem furchterregenden Schneemann keine Angst haben. Ab auf die Piste. Schaut mal, die Roboter fahren Snowboard und die Autos fahren auch den Berg runter. Oh je, ein Berg aus Schnee. Kaboom! Die Roboter sind im Schnee gelandet. Noch zwei furchterregende Schneemänner. In den Bergen zu spielen macht Spaß. Die neue Seilbahn ist toll geworden.